Ich glaube, wir sollten hier mal weiter. Wir haben niemanden da gerade, der uns im Zaum hält, was das Joey hat mich gerade kurz gebissen, aber er hat nicht verstanden, dass er schon was zu futtern hat. So, jetzt kannst du deinen Text lesen bei dem Bildmaterial, welches du dir nicht ansiehst, weil das ist keiner, der was spielt. Oder so. Noch mehr Blumen. So viel würden die sicher gefallen. Los, Professor, packen Sie ein paar unter Ihren Hut. Was? Der soll immer Sachen mit seinem Hut machen. Oh, hier. Kessel. Ein Kessel buntes. Welche Flüssigkeit erzeugt wohl die meisten Gläschen, wenn man sie zum Kochen bringt? Das ist ein recht großer Kessel. Es dauert sicher eine Weile, bis man das zum Kochen bringt. Ach. Die heizen diesen Kessel wirklich ein. Schauen Sie, wie die blaue Flüssigkeit blubbert. So viele verschiedene Apparate. Es sind wohl genaue Messungen nötig, um dies herzustellen. Okay, da war was. Erstaunlich wenig los auf dem Bild. Ja. Hab ich jemals jemanden so gesprochen? Dekanin Mona? Oder? Doch, kann sein. Meine Aufgabe ist äußerst wichtig. Ich muss meiner Enkelin ständig bei Rätseln helfen. Das ist ja ein riesiger Kessel. Ich frage mich, was sie darin kochen. Kartoffelsuppe. Ihr da, verschwindet. Mischt euch nicht in diesen Kessel rein. In mein Zaubertrank. Hilfe, mir wird schwindelig. Es tut mir leid, ich mach ja gar nichts. Das ist ja gar kein Whirlpool. Hier scheinen unterschiedliche Substanzen in zwei Kesseln gekocht zu werden. Ja, rote Gummibärchensuppe, roter Gummibärensaft und blauer Gummibärensaft. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sehen Sie sich das an, Professor? Die Farbe hat sich verändert. Wie haben Sie das gemacht? Also, ich habe die Geheimzutat hinzugemischt. Deswegen ist das Ganze jetzt gelb. Oh. Die Farbänderung ist gewiss absonderlich. Sie sondert sich ab, aber der Geruch interessiert mich sehr. Mein Gefühl sagt mir, ich habe genau diesen Duft schon zuvor gerochen. Vielleicht machen die da Parfüm. Ja, jetzt muss ich sagen, es ist ein vertrauter Geruch, nicht wahr? Und der Kessel? Rote Blume vermengen, umrühren. Rote Blume vermengen, umrühren. Rote Blume, was? Keine Blumen. Nicht mehr umrühren, nicht mehr vermengen. Sind das nicht rote Blumen in dem Korb dort drüben? Rote Blume, ja. Mein Vorrat wurde wieder aufgefüllt. Weiter vermengen, weiter umrühren. Diese Blume wächst am Ufer des Sees, oder nicht? Es scheint, als wäre es eure Aufgabe, die roten Blumen in diesem Kessel zu vermengen. Liege ich da richtig? Und ihn umzurühren. Na? Rote Blume vermengen, umrühren. Rote Blume vermengen, umrühren. Oh Mann. Er ist so auf seine Aufgabe konzentriert, dass er sich nicht mal unterhalten kann. Das ist so eine. Ich glaube, da hier wird gerade eine Berufskrankheit von Akkordarbeitern dargestellt. Also Musikern? Ja. Das Wetter heute ist wunderbar, findet ihr nicht? Ja, es ist nicht wunderbar. Rote Blume, Meng. Rote Blume. Umrühren. Ich hasse es, dass die Hexe möchte, dass ich meine Stimme so verstelle. Ihr seid wahrlich kein Mauerblümchen, Fräulein Fay. Gott sei Dank sagt er nicht noch mehr. Oha, da ist ja auf einmal jemand. Und was ist hier?
Oh, Gebieterin, bitte antwortet. Was ist bloß geschehen? Entschuldigt, aber könntet ihr uns sagen, was hier vor sich geht? Wir haben ein lautes Geräusch aus den Gemächern der Gebieterin vernommen. Wir riefen nach ihr, aber niemand antwortete. Kein Piep, keine Antwort. Das sieht irgendwie ähnlich. Ein... Das hört sich so an, als wäre die große Hexe angegriffen worden. Nein, so ein liebliches Wesen verletzen. Welch Unmensch könnte solch eine schändliche Tat vollbringen? Der Schöpfer. Oh, ich weiß, was passiert ist. Der Schöpfer hat mir der Schöpfkelle eins übergezogen. Nein. Also, mit seiner Schöpferkelle. Ja, so ungefähr. Ja, und dann hat er mit ihr zusammen etwas geschöpfert. Geschöpft? In einem kleinen Schöpferstündchen. Ein Schöpferstündchen hatte sie mit ihm. Genau so. Aber wenn sie angegriffen wurde, muss der Angreifer noch immer angreifen. Ah, wenn ich nur daran denke. Alles klar, Jungs. Eins nach dem anderen. Wir müssen diese Tür öffnen. Was ist der andere? Du. Wen gibt's denn noch aus dem Layton-Universum? Mach du den doch auch so schwul, dann passen die zusammen. Ja, oh ja, oh ja. Ihr könnt es gern versuchen, aber wir haben bereits alles probiert. Wisst ihr, nur die Gebieterin hat einen Schlüssel. Davon abgesehen, sollten wir uns beeilen, falls ihr etwas zugestoßen ist. Apropos zustoßen. Wie entsetzlich. Ich meine, helft uns bitte, aber wie entsetzlich. Oh nein. Okay, dann erstmal den hier. Oder ist hier noch? Nö. Nö. Oh, ein Rätsel. Wer hätte das nur vermutet? Blaue und rote Flüssigkeit zu gleichen Teilen mischen. Ah, ich kann das nicht. Ich hätte in Montedor bleiben sollen. Diese Aufgabe scheint recht schwierig für diesen Schatten zu sein. Ist es nicht eure Aufgabe, die rote und blaue Flüssigkeit zu vermischen? Ja, sie müssen zu gleichen Teilen vermischt werden. Aber egal wie oft ich es versuche, es klappt einfach nicht. Bitte, könnt ihr mir Assist helfen? Ihr wollt unsere Hilfe? Ich muss zugeben, der Mischvorgang hat mein Interesse geweckt. Da ist ja sogar ein Betonmischer im Einsatz. Nun gut, dann wollen wir mal Hand anlegen. Aber Herr Professor, lassen Sie Ihre Hose an! Oh, sowas. Rätselhafte Tränke. Nummer 54. Fülle den 8-Liter-Behälter vollständig mit dem streng geheimen grün schimmernden Zaubertrank der Schatten. Um die grüne Mischung zu erhalten, braucht man den blauen und den roten Zaubertrank zu gleichen Teilen. Jedes andere Verhältnis erzeugt einen sehr explosiven schwarzen Trank. Berühre einen Behälter, um ihn zu befüllen. Pass auf, dass nichts daneben geht. Ja. Also wir brauchen 4 grün und 4 rot und 4 blau ineinander gemischt. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, also, das ist ja jetzt nur wirklich nicht schwer. Vor allem, kennst du dieses Rätsel noch in einer anderen Form? Aus irgendeinem Professor Layton Teil? Und wenn ja, sag mir welchem. Oh, welcher Teil war das? Das war, weiß ich jetzt das nicht. Das war der erste. Der erste, okay. Okay, also ich würde erstmal 5 in 3 füllen. Hä? Achso, ist jetzt. Gut. So, dann, Moment, wie war das nochmal? Warte mal. Das ist ja jetzt. Was wollte ich denn als nächstes eigentlich machen? Ja, jetzt mal ernsthaft. Was hatte ich denn da eigentlich nochmal? Kannst du. Kann ich die eigentlich schon vorher mischen?
irgendwie? Bestimmt, bestimmt. Hm. Probier's doch. Muss doch, sonst stelle ich es mir schwierig vor. Ja. Hm. Ja, und jetzt musst du ja nur noch... Die 3 und die 3 und dann muss ich noch 1 und 1 irgendwie... Hey, kennst du... Nee, aber nee, das kann ja auch nicht. Es hat jetzt einen Moment gedauert bei mir. Oder warte mal, nee, ich muss das anders machen. Also erstmal das da rein. So, dann... hab ich da... Nee, ach so, nee, das sind ja... Da kommen ja 0 bei raus. Okay, dann... Da sind jetzt 2 und da sind jetzt 2. Aber ich brauche ja insgesamt 4. Wenn du jetzt aber 3 in 5 schüttest, dann hast du einen, über den du später bestimmt gut brauchen kannst. Ich kann ja 3 in 5 nicht... Ach so, einen, den ich später bestimmt gut... Ach so, den mein... Ah, so meinst du es. Kann man das nicht so lange... Moment. Soll es nicht eigentlich... Kann man nicht alles einfach zusammenmischen und dann 4 Liter abnehmen? Oder, also, oder, beziehungsweise... Wäre wahrscheinlich am einfachsten, aber solche Behälter haben wir nicht. Ich mach nochmal neu. Wie war das jetzt? Also man soll an sich 8 Liter Behälter vollständig mit dem... Okay, mit dem Zaubertrank. Ja, wie macht man das jetzt nochmal? Also man bekommt, wenn man jetzt in 3 reinkippt, kriegt man noch 5 raus? Hm. 5 und 5? Das klappt ja nicht so. Aber warte mal. So, da 3. Dann habe ich 3 und 3, aber das ist halt auch falsch irgendwo noch. Ich weiß auch nicht. Also, soll man da wirklich mittendrin? Müsste man ja wirklich mittendrin schon mischen irgendwie. Probier's halt einfach mal aus und schau, was passiert. Wahrscheinlich. Das oh, okay. Mal. Geht also, doch nicht. Okay. Aber wenn man es zu gleichen Teilen schon mischt... Das limitiert aber schon viele Möglichkeiten. Ja, eben. Dann kann es ja schon gar nicht mehr so schwer sein. Ich weiß, das hätte ich jetzt nicht so machen müssen, aber ich will das halt schön haben. So, dann... Zack. Dann. Ziel muss es ja irgendwie sein, dass links 4 von einem drin sind, mal. Ach, das ist grundsätzlich, weil sonst... weil du mal. Dann die 4 draufschüttest, weil du sonst sofort explodierst. 6 hier... Die 2 in die 3, dann habe ich hier schon mal 5 und 1. Ja. Was bringt mir das? Ich verstehe es. Wenn du jetzt nämlich die 5 in die 3, dann hast du 4. Richtig, dann habe ich davon schon mal 4. So. Und dann da. Jetzt musst du das gleiche nur noch mit dem blauen auch machen. Ja, aber ich habe jetzt kein Behältnis, so. Wo ich... Scheiße. Aber der Weg ist schon mal nicht schlecht, denke ich. Ja, aber ob das jetzt... Weil ich kann an sich ja erstmal nichts umfüllen, so dass... Das ist ja mies. Wie soll denn das gehen? Ich hab doch kein weiteres Behältnis mehr für den blauen dann, wenn ich das jetzt dort irgendwo reinfülle noch. Ah, Mann. Ich meine, an sich ist schön, dass ich darf... Ah, Mensch! Hm? Wir haben es doch schon längst. Haben wir? Natürlich haben wir es. Mach. Ach, ja klar! Eieieiei! Ach, so bist du dumm! Eieieiei! Also auf diesen letzten Schritt nicht zu kommen. Das ist schon ein bisschen dämlich. Hab's auch nicht gesehen. Tranktastisch. Wozu ist dieser Zaubertrank denn nun eigentlich gut? Moment, grüne Zaubertränke sind für... sind das Gifte? Nein. Nicht zwangsläufig. Ich glaube, die erhöhen irgendwelche Fähigkeiten dann. Ausdauer. Ausdauer, Stärke, Zeug. Ja, Ausdauer im Speziellen, ja, glaube auch. Ihr habt es gesaft solviert. Ihr habt es wirklich gesafft solviert. Ich wusste, Sie schaffen das, Professor. Unsere Schattenfreundin hier sieht ziemlich... Oh, erleichtert aus, eine Frau. Yes! Dann habe ich es ja richtig gesprochen. Unsere Flüssigkeit leuchtet mysteriös. Ich frage mich, was für Farbstoffe Sie verwendet haben. Und dennoch, dieser Geruch weckt Erinnerungen.
Vielleicht habe ich dies gerochen, als ich in die Stadt gekommen bin. Hm, nein, schon davor.